Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up und Crime. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Erst einmal wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt so lange nichts von mir habe hören lassen, aber ich hatte eine sehr wichtige Prüfung zu schreiben und musste sehr viel dafür lernen. Aber jetzt bin ich erst einmal für ein paar Wochen vom Prüfungsschreiben befreit. Dementsprechend gibt es natürlich auch direkt wieder ein neues Video von Make-up und Crime. Ich habe auch gesehen, dass wir gewachsen sind. Wir sind um ganze 100 Leute mehr geworden und das freut mich natürlich riesig. Also für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen auch an euch. Und ja, fangen wir auch schon an mit der Geschichte. Der heutige Fall ist auch wieder ein Fall aus Deutschland, um genauer zu sein, ein Fall aus Norddeutschland. Ich glaube, jedes Kind kennt dieses Spiel. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Doch was ist, wenn er plötzlich wirklich kommt? Nur die Augen sind zu sehen. Alles andere verwischt sich mit dem Halbdunkeln des Schlafsaals. Ein Mann mit einer schwarzen Maske, die sein Gesicht verbirgt, schleicht sich nachts an den Ort, an dem Kinder sich am sichersten fühlen. Nun sitzt er dort am Bett, neben ihnen, und jagt ihnen unfassbare Angst ein. Und vor allen Dingen berührt er sie unter der Bettdecke. Ein fleischgewordener Albtraum für jedermann. Die Rede ist von Martin Ney, von der Presse auch der Maskenmann oder der Schwarze Mann genannt, ist ein deutscher Serienmörder und Pädokrimineller, der seine erste Tat im Jahr 1992 beging. Ein Jahrzehnt versetzte der unheimliche Maskenmann ganz Norddeutschland in Angst und Schrecken. Er entführte, missbrauchte und tötete mehrere Kinder. Immer wieder gab es Ermittlungspannen, die verharmlost wurden, und immer wieder gab es Opfer, denen nicht geglaubt wurde, da sich die Geschichte vom Maskenmann viel zu erfunden anhörte. Hätte man den Kindern von Anfang an geglaubt, wären viele Taten nicht geschehen und vor allen Dingen wäre er viel früher gefasst worden. Beginnen wir mit den Taten. Am 3. März 1992 entdeckte die Begleiterin einer Schulklasse in einem Kinderheim in Heppstedt in einem leeren Schlafsaal einen maskierten Mann. Als er sie sah, floh er auch direkt durch die Terrassentür. Als sie diesen Vorfall der Polizei meldete, wurde jedoch nichts unternommen. Nur wenige Tage später versuchte ein maskierter Mann, einen 11-jährigen Jungen in genau diesem Kinderheim zu missbrauchen. Er flüchtete jedoch, nachdem der Junge zu schreien begann. Ebenfalls im März 1992 begann eine Serie ähnlich gelagerter Vorfälle im Schullandheim Badenstedt in Zeven, als ein Unbekannter in der Nacht versuchte, einen 13-Jährigen zu missbrauchen. Nur wenige Tage später sah eine Lehrerin im Flur des Schullandheims Kluvenhagen einen Mann, der einen schlaftrunkenen Jungen bei sich hatte, der sich nicht wehrte. Als der Mann die Lehrerin sah, floh er aber direkt und ließ den Jungen einfach dort liegen. Am 31. März 1992 verschwand der 13-jährige Stefan Jahr mitten in der Nacht aus einem Internat in Schesel. Schon Tage zuvor soll Stefan begonnen haben, nachts seine Tür abzuschließen. Warum er das getan hat und ob er es aus Angst gemacht hat, ist bis heute noch nicht geklärt. Doch genau in der Nacht seines Verschwindens wurde seine Tür nicht abgeschlossen, da die Internatsordnung dies so verlangt hat. Der Täter kam in das Zimmer und brachte Stefan in den Aufenthaltsraum am anderen Ende des Gebäudes und verschwand dort mit ihm aus dem Fenster. Doch das Schlimmste an dieser Sache ist, dass die Erzieher genau in dem Raum nebenan gesessen haben und von dieser ganzen Tat nichts mitbekommen haben. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass Stefan einfach abgehauen ist. Doch am Nachmittag des 3. Mai 1992, 5 Wochen nach dem Verschwinden, entdecken 2 Spaziergängerinnen im Pferdener Stadtwald, einem Ausflugsgebiet in der Nähe von Bremen, eine Leiche. Ihre Hunde sind darauf aufmerksam geworden, denn die Leiche wurde in einer Sanddüne nur ca. 40 cm tief vergraben. Zudem schaute ein Teil seines Kopfes heraus. Es ist ein Junge, gefesselt und nur mit Socken und T-Shirt bekleidet. Die Jeanshose und seine Unterhose wurden unter der Leiche gefunden. Es handelte sich um Stefan Jahr. Er wurde kurz vor seinem 14. Geburtstag ermordet.
Zwischen April und Juni 1992 wurde der maskierte Mann noch zweimal von Kindern in dem Kinderheim in Heppstedt gesehen, ehe er im August 1992 mehrere Kinder weckte und unsittlich berührte. Im September trat der Unbekannte an das Bett eines Jungen heran und forderte ihn auf, sich auszuziehen. In einer Oktobernacht hat er direkt 5 Kinder geweckt und daraufhin 3 von ihnen missbraucht. Alle Kinder beschrieben diesen Mann als ca. 1,90 Meter bis 2 Meter groß, schwarze Jeans und einer schwarz-weißen Gesichtsmaske. Erst nachdem mehrere Kinder dieselbe Aussage getätigt haben, wurde etwas in Gang gesetzt. Das Schullandheim hat daraufhin Bewegungsmelder angebracht, Gitter vor die Fenster gebaut und eine neue Türschließanlage eingesetzt. Doch sie sagten selber, dass sie nicht noch mehr hätten machen wollen und können, da sie nicht wollten, dass es wie ein Gefängnis oder ein Hochsicherheitstrakt aussieht. Im August 1992 verging sich der vermutlich selbe Täter an einem 10-jährigen Jungen im Schullandheim Badenstedt. Er hat ihm seinen Schlafanzug ausgezogen und ihn angefasst. Der Junge wollte dies den Erziehern melden und sagte dem Täter, er müsste auf die Toilette. Doch der Mann folgte ihm und misshandelte ihn auf der Toilette erneut. Am nächsten Tag, als er auf dem Weg zu den Betreuern war, brach er zusammen. Er fing an zu weinen und erzählte ihnen die Geschichte. Doch den Betreuern kam das alles sehr ausgedacht vor und sie glaubten ihm nicht. Ebenfalls im August 1992 missbrauchte er einen 9-jährigen Jungen und ein weiteres Kind im Zeltlager in Selkanor. Ein maskierter Täter drang ab April 1994 mehrere Male in Einfamilienhäuser in Bremen, vornehmlich im Stadtteil Hornlehe, ein und missbrauchte dort Jungs. Die Polizei gab, obgleich Eltern darauf drängten, keine öffentliche Warnung heraus. Im Mai 1994 missbrauchte der mutmaßliche Serientäter erneut in Badenstedt einen 11-jährigen Jungen, der gerade auf Klassenfahrt war. Der Junge erzählte, dass er glaubt, dass es zwischen 3 und 4 Uhr nachts war, als er wach wurde und merkte, wie ihn jemand untenrum anfasst. Es war stockdunkel, er hatte wahnsinnige Angst und fing auch an zu weinen und wehrte sich. Der Täter flüchtete daraufhin. Doch der Junge kann ihn noch sehen, denn er rennt ihm hinterher und erzählt später, dass er gesehen hat, dass es ein sehr großer Mann war. Er trug eine schwarze Jeanshose und eine Gesichtsmaske mit 3 Löchern. Also so, dass man nur die Augen und den Mund gesehen hat. Seine Zimmernachbarn haben das natürlich alles mitbekommen, weil sie gehört haben, wie er weint und rumgeschrien hat. Sie fragten ihn daraufhin, was passiert ist, und der Junge erzählte es ihnen. Auch der Lehrer kam daraufhin und der Junge sagte ihm auch, was passiert ist, doch ihm wurde nicht geglaubt. Ziemlich genau ein Jahr später wiederholte der Täter sein Delikt an einem 10-jährigen Jungen in demselben Schullandheim. Im Juli 1994 begab sich der Täter nacheinander in 2 Zelte in einem Zeltlager in Ottendorf und weckte dort insgesamt 7 Jungen im Alter zwischen 8 und 9 Jahre auf und berührte sie unsittlich. Nur 2 Monate später verging sich ebenfalls ein maskierter Mann an einem 10-jährigen Austauschschüler in Wolfsbüttel und floh daraufhin durch ein Zimmerfenster. In der Nacht auf den 24. Juli 1995 verschwand der damals 8-jährige Dennis Rostl aus dem Zeltlager Selkanor. Tagelang sucht die Polizei rund um das Zeltlager nach dem Jungen, doch leider vergebens. Seine Eltern dachten, dass es dort für ihn sicher ist, doch wussten nicht, dass es zuvor schon bereits 3 Übergriffe in diesem Zeltlager gab. 2 Wochen später fanden deutsche Touristen ca. 260 Kilometer entfernt in Skiven in Dänemark die Leiche. Er wurde unbekleidet in einer Sanddüne vergraben. Die Ähnlichkeit zu dem Fall von Stefan, der 3 Jahre zuvor getötet wurde, ist erschreckend. Der Vater von Stefan wendete sich daraufhin an den Anwalt der Eltern von Dennis. Zusammen kamen sie dann zu dem Entschluss, dass es sich definitiv um denselben Mörder handeln muss.
Denn es war derselbe Modus operandi, das heißt, es war dieselbe Vorgehensweise. Beide wurden gefesselt und zwar mit demselben Knoten. Beide wurden entweder ganz oder nur teilbekleidet vergraben. Beide wurden in Sand bzw. in Sanddünen vergraben. Und vor allen Dingen kamen beide aus derselben Art von Einrichtung, also einer Jugendherberge oder einem Schullandheim. Und die Vorgehensweise schien einfach viel zu gleich, als dass es ein anderer Täter sein könnte. Jetzt fragt man sich sicherlich, wie diese ganzen Taten nicht erkannt werden konnten, beziehungsweise ein Zusammenhang dieser Taten. Das Problem ist einfach das föderale System. Eine Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg gab es kaum. Das heißt, dass das, was damals beispielsweise in Bremen bekannt wurde, nicht unbedingt in Schleswig-Holstein oder in Hamburg bekannt war. Somit wurde auch nichts über den Maskenmann berichtet und er konnte seine Taten einfach fortführen. Im Juni 1998 schlug der Täter letztmalig in Badenstedt zu, als er versuchte, zwei Jungen unsittlich zu berühren. Doch beide Jungs wehrten sich und der Täter flüchtete. Zwei betroffene Familien wollten weitere Taten verhindern und baten die Polizei, die Öffentlichkeit zu informieren und zu warnen. Doch daraufhin hieß es von der Polizei nur, dass es zu einer nicht zu verantwortenden Verunsicherung der Bevölkerung führen würde. Am 5. September 2001 verschwand der damals 9-jährige Dennis Klein aus seinem Zimmer im Schullandheim in Wulsbüttel. Tagelang wurde nach ihm gesucht. Es war damals eine der größten Suchaktionen in Norddeutschland. 14 Tage später wurde die Leiche von Dennis von einem Pilzsammler in einem dichten Gebüsch nur 45 Kilometer von dem Schullandheim aufgefunden. Im Zusammenhang mit der Ermordung von Dennis Klein wurde durch die zuständige Polizei in Verden eine Sonderkommission gebildet, und zwar die Soko Dennis. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Morde und teilweise bis dato den Behörden nicht bekannte Missbrauchsfälle in einen engeren Kontext gesetzt und anhand der Zeugenaussagen sowie fast identischen Tatabläufen einem Täter zugeordnet werden. Das Bayerische Landeskriminalamt unterstützte damals die Soko Dennis mit der Erstellung einer operativen Fallanalyse. Die Ermittler sagten, dass es dem Täter so einfach gemacht worden ist, da den Kindern nicht bzw. fast nie geglaubt wurde. Am 7. April 2004 verschwand der damals 11-jährige Jonathan Coulomb aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-le-Pin in Westfrankreich. Einen Monat später wurde seine Leiche etwa 30 Kilometer entfernt in einem Teich gefunden. Der Tatablauf ähnelte den Fällen in Niedersachsen extrem. Laut Analysen sollte es sich bei dem Täter um einen auffallend großen, stämmigen, mit einer tiefen Stimme hochdeutsch sprechenden Mann zwischen 30 und 50 Jahren handeln. Er sollte sich in Norddeutschland, vor allem in der Gegend von Bremen, sehr gut auskennen und eventuell sogar dort wohnen. Zudem sollte er ein eher banales Leben führen, also ein sehr unauffälliges Leben. Anfang der 90er Jahre sollte er einen engen Bezug zu den Orten Heppstedt und Badenstedt gehabt haben, da sich dort die meisten Taten abspielten. Bei seinen Taten trug der Mann schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und eine Maske, um die Kinder so einzuschüchtern. Gleichzeitig führte die dunkle Kleidung dazu, dass die Kinder von einem schwarzen Mann sprachen und somit die Eltern, Lehrer und sogar die Polizei eher von typischen Kinderfantasien ausging und den Opfern somit nicht geglaubt wurde. Der anfangs als sportlich bezeichnete Täter legte im Laufe der Jahre an Gewicht zu und war größtenteils mit dem Auto unterwegs. Es schien zudem, dass er womöglich Erfahrung im Umgang mit Kindern hatte. Man nahm an, dass er alleinstehend und sozial integriert lebte und eine pädophile Neigung zu Jungen eventuell im näheren Umfeld bekannt war. Auffällig war zudem eine gewisse Risikobereitschaft, da er sich in vielen Fällen einer möglichen Entdeckung aussetzte. Darüber hinaus hat er insbesondere die drei deutschen Mordopfer über weite Strecken hinaus transportiert. Dennis Rostel hat er sogar 250 Kilometer über die bewachte Grenze nach Dänemark hinweg transportiert.
Dennoch gelang es ihm, kaum Spuren zu hinterlassen. Die Ermittler gingen daher von einem intelligenten Täter aus, der sein Umfeld kannte und die Taten längerfristig plante. Trotz Überprüfung sämtlicher Verwandter und Bekannter der Opfer sowie einem Massen-DNA-Test in Norddeutschland blieb der Täter zunächst unentdeckt. Sonderkommissionen aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich arbeiteten eng zusammen, um den Täter zu finden. Auf den Täter und seine Verbrechen wurde mehrmals im Fernsehen aufmerksam gemacht. Zudem wurden insgesamt 3 Berichte bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt, doch leider ohne entscheidende Hinweise der Zuschauer. Die Polizei ging rund 7.800 Hinweisen nach, ohne dass es zu einem Durchbruch kam. 6 Jahre ermitteln sie bereits, als sie im Jahr 2007 in Hamburg eine Person befragen. Eine von Hunderten. Es ist Martin N. Er geriet in das Visier, weil er schon mehrfach wegen Sexualstraftaten an kleinen Jungen aktenkundig wurde. Martin N. passte perfekt ins Raster. Sie fragten ihn auch, ob er an den Tatorten war, doch er stritt alles ab und sagte, dass er noch nie dort an diesen Orten gewesen ist. Als sie ihn dann zum Schluss fragten, ob er eine freiwillige Speichelprobe abgeben würde, hat er nur gesagt, dass er auf Anraten seines Anwalts dies nicht machen würde. In einem späteren Bericht begründeten die Beamten dann, warum er nicht für die Missbrauchsfälle in Betracht kam. Einer der Gründe war, dass er bereits im Sommer 2000 seinen Lebensmittelpunkt komplett nach Hamburg verlegte und somit nicht für die Taten verantwortlich gewesen sein könnte. Ein großer Fehler. 4 Jahre später, im Jahr 2011, meldete sich im Frühjahr ein Zeuge. Es war eines der Opfer aus Bremen. 15 Jahre nach der Tat erinnert er sich daran, dass ein Betreuer ihn damals während einer Freizeit nach seinen Wohnverhältnissen, seinem Zimmer und seinen Eltern fragte. Und das nur wenige Monate vor dem Missbrauch in seinem Kinderzimmer. Er erinnerte sich auch an den Namen des Betreuers. Es war Martin N. Am 15. April 2011 gab die Polizei dann eine Festnahme eines dringenden Tatverdächtigen bekannt. Der damals 40-jährige Martin Ney aus Hamburg-Harburg, der bis September 2000 in Bremen gelebt hat, legte nach den ersten Vernehmungen ein Geständnis ab. Er gab zu, Stefan Jahr, Dennis Rostl und Dennis Klein ermordet zu haben und etwa 40 weitere Kinder missbraucht zu haben. Und das erst 20 Jahre nach seiner ersten Tat. Bei seinen Vernehmungen gab Martin Ney an, dass er die 3 Morde nur begangen hat, um die Sexualstraftaten zu verdecken und nicht als Täter identifiziert zu werden. Stefan Jahr erdrosselte er nach eigener Aussage in der Nacht seines Verschwindens, weil er ihn mit dem Auto mitgenommen hat und befürchtete, dass er sein Kennzeichen hätte sehen können. Auch Dennis Rostl hat er mit seinem Wagen transportiert und verbrachte mehrere Tage mit ihm in einem Ferienhaus in Dänemark, bevor er ihn erwürgte. Dennis Klein erstickte er, da er sich lautstark zur Wehr gesetzt haben soll, als Martin Ney ihn missbrauchte. Bereits vor seiner Verhaftung ist Martin Ney aus unterschiedlichen Gründen mehrfach polizeilich aufgefallen. Nachdem er im Alter von 17 Jahren 2 Elternpaaren aus Bremen mit der Entführung und Ermordung ihrer Kinder gedroht hat, wurde er 1989 zu einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 D-Mark sowie gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Als diese Vorstrafe mit Vollendung des 24. Lebensjahres aus dem Erziehungsregister gelöscht wurde, bewarb er sich 1995 beim Amt für Soziale Dienste um einen Pflegesohn. Der junge und alleinstehende Student, der zu dieser Zeit ca. 870 D-Mark BAföG bekam, war zwar ein eher außergewöhnlicher Kandidat, da die Nachfrage aber so gering war, wurde er vom Jugendamt als Pflegevater akzeptiert. Eine Vormundschaftsrichterin vom Amtsgericht Bremen-Blumenthal sprach Martin Ney im Jahr 1996 das Sorgerecht eines 12-jährigen Jungen zu. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits zweifacher Kindermörder. Dieser Junge lebte bis zur Vollendung seines 18. Lebensjahres bei Ney und wurde nach eigenen Angaben nie sexuell missbraucht. Nach Abschluss seines Lehramtsstudiums bewarb sich Ney im Jahr 2000 mit gefälschten Hochschulzeugnissen als Diplom-Sozialpädagoge für eine Stelle als Kinderbetreuer in einer Hamburger Stiftung.
Dort arbeitete er bis ins Jahr 2008. Bereits in den Jahren zuvor war Ney neben seinem Studium als Jugendbetreuer tätig und lernte somit die Opfer und auch die Örtlichkeiten besser kennen. 2005 wurde ihm sexueller Missbrauch in zwei minderschweren Fällen vorgeworfen, doch gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 1.800 Euro wurde dieses Verfahren eingestellt. 2006 drohte Ney einem Sozialarbeiter aus Berlin, ihn wegen kinderpornografischen Besitzes anzuzeigen. Er forderte von ihm ein Schweigegeld in Höhe von 20.000 Euro. Ney wurde im selben Jahr aufgrund dieser Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Zuge dieser Ermittlungen stellte die Polizei bei einer Durchsuchung von Neys Wohnung im März 2006 auch seinen Computer sicher, auf den 30.000 kinderpornografische Darstellungen zu finden waren. Da nicht geklärt werden konnte, von wann die Bilder waren und wann der letzte Zugriff erfolgte, wurde das Verfahren im Jahr 2007 wegen vermuteter Verjährung eingestellt. Dass auf einiger dieser Fotos, welche in der Asservatenkammer gelagert worden sind, frühere Opfer abgebildet waren, wurde nicht erkannt. Der Nachmieter von Neys Wohnung fand zudem im November 2011 mehrere Speichermedien, welche in einer Dunstabzugshaube versteckt worden waren. Den Ermittlern gelang es nicht, das Passwort herauszufinden und Martin Ney weigerte sich, das Passwort bekannt zu geben. Ende 2016 benannte Ney dann die Passwörter freiwillig, doch mit Stand Mai 2017 waren die Datenträger noch immer nicht ausgewertet. Ich habe leider auch nicht weiter darüber gefunden, das heißt also, es sind keine weiteren Infos bis dato bekannt. Am 15. Juli 2011 erhob die Staatsanwaltschaft Stade Anklage wegen dreifachen Mordes und sexuellen Missbrauchs in 20 Fällen. 20 weitere Fälle waren bis dahin leider schon verjährt. Am 10. Oktober 2011 begann dann der Prozess und Martin Ney war eigentlich bereit, sich geständig zu zeigen. Psychologische Gutachter attestierten ihm eine pädophile Störung. Jedoch volle Schuldfähigkeit und anhaltende Gefährlichkeit mit einer großen Rückfallgefahr. Am 27. Februar 2012 wurde er dann wegen dreifachen Mordes sowie 20 Missbrauchsfällen zu lebenslanger Haft verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Zudem stellte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidiger von Ney legten gegen das Urteil hinsichtlich der angeordneten Sicherheitsverwahrung jedoch Revision ein. Am 10. Januar 2013 gab der Bundesgerichtshof der Revision statt und die Sicherheitsverwahrung wurde aufgehoben. Da der Bundesgerichtshof jedoch die besondere Schwere der Schuld bestätigt hat, heißt es sowieso, dass die Haftstrafe nach 15 Jahren verlängert wird. Es müsste demnach nachgewiesen werden, dass er ungefährlich ist. Ansonsten kann es sein, dass Ney bis zu seinem Lebensende in Haft bleibt. Über die Zeit im Gefängnis ist wenig bekannt von Ney. Sicher ist nur, dass er mit Niedersachsens schlimmsten Kinderschändern saß. Gemeinsam mit berüchtigten Mördern und Vergewaltigern wie Ronny R. und Mark H. lebte er zusammen in einer Wohngruppe. Da Täter wie Martin Ney in der Hafthierarchie ganz unten stünden, müsste er sonst darum fürchten, angegriffen und malträtiert zu werden. Wobei ich da sagen muss, dass ich das überhaupt nicht schlimm finden würde. Solche Sachen sollten geschehen. In diesem Fall wünsche ich mir manchmal wirklich einfach nur, ja, manchmal das Vorgehen wie in Amerika beispielsweise. Anfang 2021 wurde der in der JVA Zelle sitzende Martin Ney für 8 Monate nach Frankreich ausgeliefert. Dort droht ihm ein Prozess, da er mit der Tat an Jonathan Coulomb geprahlt hat und Täterwissen offenbart hat. Anschließend soll er seine lebenslange Haftstrafe weiter in Deutschland verbüßen. Zum Schluss kommt wie gewohnt auch meine Meinung zu dem Fall und ich muss sagen, dass ich die Vorgehensweise von Martin Ney wirklich krank finde. Er hat sich reingeschlichen in diesen Bereich als Betreuer und hat sich auch um die Kinder gekümmert, doch insgeheim hat er das nur gemacht, damit er ihnen näher ist und vor allen Dingen, damit er ja so dieses Vertrauen schaffen kann und das finde ich einfach ist so mit das ja, Schlimmste an diesem Ganzen, dass er so nah an Kindern arbeiten konnte und trotz der Vorstrafen wurde er nicht davon abgehalten.
Und da finde ich, ist ein ganz großer Fehler im System passiert, denn das hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Zudem kann ich mich sogar noch daran erinnern, an dieses Fahndungsplakat, weil, wie ihr aus dem letzten Video wisst, bin ich aus dem Norden von Deutschland und auch ziemlich nah von dort, wo es passierte. Ich weiß noch, wie diese Plakate an den Bahnhöfen ausgehangen haben und ich diesen, ja, schwarzen Mann so gruselig fand, um es mal so zu sagen. Ich war selber noch klein zu der Zeit oder kleiner zu der Zeit. Und ja, wenn man so im Nachhinein, wenn man erwachsen ist, nochmal sich das alles anschaut, was passiert ist und ja, was er im Endeffekt für Taten begangen hat, muss ich sagen, dass ich das einfach nur heftig finde. Also vor allen Dingen, was im Endeffekt alles rausgekommen ist, was dieser Mann alles verursacht hat, ist es einfach nur unfassbar. Und mir tun die Familien so leid. Sie haben ihre Kinder in Jugendherbergen oder Schullandheime gegeben und haben darauf vertraut, dass es den Kindern gut geht. Und im Endeffekt, ja, haben drei Familien ihre Kinder verloren. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem heutigen Thema. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich sehr, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Niki. Muah.